So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Heute zu ungewohnter Stunde, da ich heute früher ins Bett gehe, da ich morgen um 4 Uhr außer Haus sein muss. So, der DAX hat ja heute eine kräftige Rallye hingelegt und ist jetzt dann wirklich tatsächlich fast an diesen dominanten Abwärtstrend sogar gelaufen. Ja, heute Vormittag gegen, ja, hier an dem EMA 200 habe ich meine Position geschlossen. Zum einen, weil hier eben der EMA 200 verlief, und der andere, weil ich morgen nicht da bin und eben morgen auch noch der dreifache Hexensabbat stattfindet. Und über das Wochenende wollte ich keine Position jetzt mehr mitnehmen, denn der DAX ist ja bis vom Tief bis zum Hoch, ja sogar vom wirklichen Tief, 700 Punkte angestiegen. Also hat er hier noch das allerletzte Mal, dann werde ich hier den Chart löschen, nochmal alles mehr oder weniger sauber abgearbeitet. Der S&P Future. Im Nasdaq gab es eben heute jetzt einen größeren Rücksetzer. Hier wurde von etwa von 4.530 eine Aufwärtsbewegung bis 4.650 erwartet. Das Hoch war dann wieder fast exakt ein Punkt weniger, ne, ein Punkt, ne, 0,10 Punkte weniger wird an die Special Marke herangelaufen. Das war auch dann die Tageseröffnung und eben dann zurück wieder zu dem Rainbow Oberkante. Auch hier gibt es jetzt morgen, kann ich leider nichts, kein neues Chartbild präsentieren und auch keinen Verlauf aufzeigen. Für mich ist jetzt erstmal hier das neutral einzustufen alles. Die große Bewegung fand statt. Jetzt müsste man eben die Rücksätze, nochmal genau die Bewegung nach den Mustern durchschauen und dann eben am Montag, doch Long-Einstiege sind zu präferieren, aber es ist noch nicht ganz klar, wo die sein könnten oder ob das doch noch ein Fake ist wegen der Zinserhöhung. Erstmal alle Leute hier raustreiben, dann alle komplett reintreiben. Das gab es früher in den zu den Internetzeiten sehr oft. Erstmal mega Abverkauf, dann wieder die Leute reingelockt und dann folgte wieder ein Abverkauf. Also ich bin hier, nachdem diese Bewegungen optimal verliefen oder nahezu optimal, ein kleines bisschen eben nach oben und hier nach unten, werde ich jetzt hier erstmal eine neutrale Haltung einnehmen. Kommen wir zu den Setups. Da ist die Deutsche Bank, ist eigentlich das neueste Setup. Konnte nicht ganz da hoch laufen, aber aktuell, ja, Stopp nachziehen. Sollte hier eh der Stopp schon liegen. Also wer hier unten eingestiegen ist, hat hier maximal Risiko von 10 Cent. Wer hier oben eingestiegen ist, könnte auch den Stopp schon bei 21,35 setzen. Dann hätten wir mal ein Risiko von 20 Cent pro Anteilsschein. Aber hier ist natürlich die Gefahr schon da, dass man auch unglücklich ausgestoppt wird. Aber hier das Gap sollte auch morgen nicht unbedingt geschlossen werden. Deswegen hier bleibt es der Pfeil noch dabei. Setup, Stopp halt anheben. BMW und lief knapp an die 100 Marke, an 100 Euro Marke, aber hier habe ich ja Setup geschlossen, das werde ich jetzt auch nicht mehr zeigen. Und ist hier noch die Daimler? Nein, die Daimler-Aktie ist hier nicht mehr. Zu den kleinen Sorgenkindern, da werde ich mich jetzt auch verabschieden, hier gehört Newmont Mining. Der Goldpreis ist heute hat deutlich abgegeben, konnte also kein Kaufsignal generieren. Da habe ich heute nur im Goldpreis was Neues vorgestellt, aber ist nicht ausgeführt worden. Und Barrick Gold, ja, ist noch knapp über der Stoppmarke, aber auch hier hat sich das Bild jetzt etwas eingetrübt, zwar noch nicht vollständig, aber ein Wiedereinstieg ist da geplant, aber kann ich noch nicht sagen genau wann.
Euro-US-Dollar noch zum Schluss. Der läuft jetzt in die größere Kaufzone, die ich eingezeichnet habe, als die FED-Sitzung stattfand. Hier ja, kommt er jetzt an die 1,08-Marke ran. Das 50% Retracement liegt leicht unterhalb. Und hier ist auch der präferierte Pfeil gewesen. Also hier in der Mitte könnte man jetzt einen Long Trade langsam wagen, der aber hier direkt abgesichert ist, eben nicht auf Schlusskursbasis, sondern direkt hier unten sollte er abgesichert sein. Kann von mir aus noch leicht unter dem 38er Retracement liegen, aber viel weiter sollte es eben nicht fallen, bevor nicht eine Gegenbewegung eintritt. Also hier auch, wer investiert ist, sollte eine Gegenbewegung einsetzen, eng absichern und auch Gewinne relativ schnell vielleicht mitnehmen oder Teilgewinne mitnehmen. Und sonst bleibt es hier auch bestehen. Danke fürs Zuhören und bis dann.